So, YouTube. Hallo, hallo. Willkommen zurück zu Seven Cries to Die. Weil es wird hier gecrashed. Ich sehe sie nur nicht. Ich will sie auch nicht anlocken. Also wir haben das Dach auf jeden Fall gut zubekommen. Wir hatten das Inventar ja soweit aufgeräumt. Wir können noch die Pfeile weglegen. So, das heißt, wir haben aber 50 Pfeile verloren durch das letzte Haus, was wir gemacht haben. Das müssen wir uns auf jeden Fall jetzt wiederholen. So. Und ich versuche wieder die Leiter runterzukommen. Ich weiß nicht, wo da der Trick ist. Ich kann ja auch nicht weiter runter gucken. Und er geht immer wieder hoch manchmal. Jetzt hat er die Kante geschafft. Also das ist so irgendwie ungeil. Ich habe ja verringerten Fallschaden. Ich muss es ja nicht drauf anlegen. Nicht wahr? Nein. So. Sie hat da hinten irgendwo gekreischt. Ich hoffe, da bleibt sie auch oder verschwindet. Ja. Ab Richtung... Ja, eigentlich nicht mal Stadt, nicht? Eigentlich Richtung Sammeln. Das ist eigentlich alles, was mich interessiert aktuell. Ich hätte noch ein paar Bandagen weglegen können. Und dann können wir schon mal Eisen brauchen wir noch. Genau, das wäre vielleicht nicht schlecht. 100. 100 sind noch nicht viel. Okay, wir müssen doch noch ein bisschen ranklotzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Holz sammeln. Okay. Ich bin so stark, dass ich den Baum direkt wegfetze. Das wollte ich gar nicht. Muss bei 30 schon aufhören. Nester auf jeden Fall wichtig. Aber sehr schöne Texturen, nicht? Also ich glaube, so 4K-Texturen würden dem Spiel auch nochmal gut tun. Oh. Ich finde, Texturen können richtig viel aus Spielen nochmal rausholen. Auch aus alten Spielen. Auch eine Bump-Map oder so könnte auch schon deutlich helfen, nicht? Das ist ja nun auch keine Magie. Warum die sowas nicht haben oder eine Displacement und eine Specular-Map oder sowas. Also sieht zumindest nicht so aus, als ob sie es im großen... Ah, shit. Okay. Ich kann die nicht herstellen, wenn wir unterwegs sind, falls ich schnell was reparieren muss. Irgendwo gibt es auch den Perk der Holzfäller oder sowas. Das bräuchte ich, glaube ich. Habe ich gerade einen Huhn einfach so erwischt? Okay. Dachte, ich brauche den Bogen. Aber, ja, alles schon mal da gewesen. Ist das hier erst gespawnt oder habe ich es überrascht? Ich dachte, das ist so eine rote Kiste.
Sowas dachte ich hier. Hab mich richtig erschrocken, dass es ein Huhn war. Ich glaube, auch das Huhn hat sich erschrocken. Wir haben uns beide gegenseitig erschrocken. Aber hier ist echt abgegrast. Hast Hunger? Kein Thema. Wir haben ja auch wieder ein Hühnchen erlegt. Wo eins ist, ist ja oft noch eins. Jawohl. Südlich. Okay, wir müssen eh erstmal über den Hügel. Vorher können wir es eh nicht erwischen. So. Na, jetzt rennt es natürlich vor uns weg. Ich brauche mich ja nicht anschleichen, wenn es so oder so weggerannt wäre, nicht? Mann, der hat den, hat so, manchmal hat er so einen Blockierer, dann, jetzt spannt er wieder richtig, dann spannt er nicht richtig. Zack. Vierundzwanzig, sehr gut. Auf jeden Fall wichtig. Und noch mehr Tiere? Keine Spuren in der Nähe. Wo sind wir? Ja, da ist noch unentdecktes Gebiet. Oh, unentdecktes Gebiet. Ich glaube, das ist ganz gut. Da dürften noch die ein oder anderen Nester rumliegen. Die junge Dame werden wir mal begrüßen. Sehr gut. Endlich treffe ich auch wieder. Heute mal nicht mit dem linken Fuß aufgestanden. Ja, durstig. Ich habe nur ein Wasser mitgenommen, nicht? Das war vielleicht nicht das cleverste. Wir haben 30 Wasser und ich nehme eins mit. Gut, ich dachte auch, ich bleibe eher in der Nähe und gehe nicht so weit weg. Früher habe ich mich immer extra um die Objekte gedreht, falls von hinten dann eine ankam. Wow. Sachen, die Welt nicht braucht. Ich meine, ich könnte Eisen auch hier rausholen, oder? Das ist nicht viel. Vor allem ist es auch laut. Wunderbar. Aber ich meine, jetzt kann ich schon mal die erste Reihe Holzstachelfallen drumherum bauen. Wir machen so vier Reihen. Maximal, wenn wir es schaffen, wo in der zweiten Reihe aber Stacheldraht ist, plus den Innenhof. Diesmal muss ich nur aufpassen, dass ich erst den Innenhof mache, weil beim letzten Mal... Oh. Bin ich immer innen reingegangen, das hat sich aber als doof herausgestellt. Und deswegen würde ich es diesmal vermeiden.
Ich dachte, er bewegt sich. Okay, vielleicht doch wieder mit dem falschen Fuß aufgestanden. Noch ein Tier? Das ist ein Huhn? Das holen wir uns. Dann haben wir auf jeden Fall auch keine Nahrungsprobleme auf lange Sicht. Wo bist du? Wo auch immer du bist. Ja. Sehr gut. Gibt's noch mehr? Oh, da ist noch ein Huhn. Das ist natürlich klasse. Und sogar auf der Straße, dann sehe ich es. Oh, drei Dinger. Habe ich keinen Bock drauf. Bleib stehen. Jawohl. Ach, das ist unsere Kiste. Hier können wir auch Sachen zur Not ablegen. Oder wir nehmen die mal mit, alle einfach. Und gehen nochmal nach Hause. Dann können wir auch das Fleisch schon mal nochmal reingeben. Ist ja doch jetzt echt viel. Und dann können wir uns nochmal Wasser holen. Auch Eisen, aber auch nicht so viel. Ja, du bist echt überladen. Ja, gut. Das wirst du schon schaffen. Ja, wir können noch mal Pfeile machen auf jeden Fall. Oder erstmal das hier noch mal reparieren. 117 Pfeile. Auch sehr stark. Durch die Hühner. Das ist natürlich echt besser als einzelne Nester hier die ganze Zeit zu suchen, nicht wahr? Da kriege ich halt mehr als eine Feder raus. Das können wir in Zukunft immer so machen, nicht? Am Rand der Stadt stellen wir eine Kiste hin, Richtung Haus. Da liefern wir die Sachen hin, die wir nicht unbedingt brauchen. Und die holen wir dann irgendwann mal, wenn wir auf so einer Sammel- und Reisetour dran vorbeikommen, einfach mit. Oder wenn wir die Sachen da drin brauchen. Aber am meisten brauchen wir sie ja nicht. Aber von daher alles gut, würde ich sagen. Na, einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Habe ich schon erzählt, dass mein Zimmer super heiß wieder ist. Ich muss gleich mal richtig lüften wieder. Ich hoffe, draußen ist wenigstens ein bisschen runtergekühlt. Aber ich glaube, so richtig heiß werden die Nächte jetzt eh nicht mehr. Ich mag dieses extrem, ja, nasswarme Wetter gar nicht. Dieses tropische.
Mal gucken, noch mehr Hühnchen. Oh, ja, wirklich. Oh, und sogar direkt vor uns auf dem Weg. Da ist es. Ich hab's gesehen. Jawohl. Ne, kein weiteres. Zeichen gerade. Ich dachte, ich habe gerade irgendwas zerlegt. Nummer 33. Über 1000 Holz auf jeden Fall auch gut. Ich muss mir mal angewöhnen, ein bisschen Holz auch zu Hause zu lassen und immer nur so 100, 200 mitzunehmen. Aber wir können noch die 60 Holzstachelfallen machen, dann haben wir über 100. Ich meine, ich habe ja nicht nur Pfeile, nicht? Ich nehme auch eine Pistole dann für die entsprechende Nacht mit. Die werden wir dann morgen erreichen, nicht? Also wenn heute Tag 8 ist. Also im Spiel in 2 Tagen. Aber in echt am nächsten Tag. Denn die Aufnahmesession neigt sich dem Ende für heute zu. Nach dieser Folge. Und ich glaube, das ist wäre eigentlich auch was fürs Wochenende, aber am Wochenende freitags spielen wir mal Geotastic 18K, auch auf dem Kanal zu finden. Wer also eher Geotastic mag, ansonsten habe ich auch noch Aufbauspiele oder ganz, ganz viele alte Videos. Ich glaube, ich habe inzwischen über 1500 oder 2000 Videos oder inklusive Shorts, nicht? Das summiert sich alles. Aber ich muss sagen, echt gut, wie der YouTube-Kanal auf jeden Fall derzeit, ja, läuft, nicht wahr? Also fürs Zugucken, fürs Kommentieren, auch immer wichtig, wenn ihr irgendwas mögt, kommentiert es. Das heutige Codewort zum Kommentieren, auch wer das Video sieht, ist Zombie. Also wenn ihr Lust habt zu kommentieren, aber nicht wisst was, egal wo, Threads, Instagram, Pipapo oder auch einfach hier, in den Kommentaren, dann nutzt einfach das Codewort Zombie. Keine Spuren. Und natürlich abonnieren nicht vergessen und die Glocke läuten. So wie alle Videos das sagen. Ich mache das halt nicht, aber ich habe gemerkt, das ist halt super effektiv, wenn man sowas macht. Aber mich nervt es auch nicht. Deswegen. Ich mache ungern Sachen, die mich selber nerven. Ich meine, das mit dem Codewort finde ich ganz lustig, weil ich weiß manchmal auch nicht, was ich kommentieren soll. Und wenn dann jemand sagt, schreib einfach das drunter, weil es dem Algorithmus hilft nicht, dann ist das nochmal so, oh ja, gute Idee. Einfach, wenn man Support leisten möchte. Aber ich bin halt so unkreativ, gerade im Social-Media-Bereich. Ich muss auch viel öfter irgendwas posten, aber es macht halt auch einfach null Spaß irgendwie. Manchmal so, wenn das Thema passt, nicht, dann ist schon okay, aber so im Allgemeinen ist es einfach eher lästig. Ah, wir wollten ja einen Turm bauen, nicht? Dann wäre es vielleicht gut. Ja, wir sind ja zu Hause. Du kriegst ja dein Wasser. Wenn wir den diesmal vielleicht eher hierhin bauen.
So. Hä? Warum? Habe ich... Ich habe nicht einen vollen Block genommen, nicht? Kann das sein? Ich muss nur von hier unten so bauen, dass ich oben... Oh Mann! Da rankomme. So. Oh, nicht genug. Wow, fast reingerannt. Gravel. Die Dinger müssen wir auch noch abreißen. Aber vielleicht trinken wir erst und alles. Wasser. Oh, zwei nehmen wir mal mit. Da ist nichts drin. Ist das ein Buch? Nee, Mod. Der kann hier rein. Die Batterie, die ist zwar nicht gut. Das kann hier rein. Und das Zeug kann er hier rein. Oh, das kommt alles in die Kiste. Das mache ich mal hier hin. Der Mais kann auch rüber. So. Nee. Muss mit den Kisten noch klarkommen. Das Aloe... Vera Samen. Oh, okay. Haben wir keinen Schießpulver? Dann muss das so rein. Und Pfeile. 250er Stacks. Das gibt mir zumindest Ruhe mit dem dritten, den wir im Inventar haben, nicht wahr? Wasser. Ja, 13 Wasser. Und 13 Golden Rod. Also Wasser brauche ich eigentlich gar nicht suchen. So, und die Kiste, die eine haben wir auch geleert. Wunderbar. So, gleich vorne rum? Ah, okay, also ein Stück vorne rum runter und dann ändern. So, es ist ja erst 11, das heißt, wir können nochmal in die Stadtrichtung laufen. Diesmal laufen wir ein Stück südlicher. Damit wir an anderen Dingen vorbeilaufen. Hoffe ich zumindest. Wir brauchen auf jeden Fall Steine. Damit wir mehr Pfeile machen können noch. Und Golden Rod muss ich sammeln. Das habe ich vergessen. Und natürlich noch viel, viel mehr Holz. Also am nächsten Tag sammle ich nur Holz. Das heißt, wir sollten jetzt vielleicht in die Stadt Eisen sammeln. Das wäre wichtiger. Nicht Holz kriege ich auch bei mir. Aber Eisen in größeren Mengen. Ich habe nicht genug Ausdauer. Okay.
Kein Stein ist mir zu schade. Dann haben wir gleich 2,50. Das ist schon okay. Also 250 Pfeile kriege ich wahrscheinlich eh nicht mehr hin. Aber wenn ich jetzt nicht durch Zufall 8 Hühnchen finde. Oh. Aber 3 Hasen. Nee, wenn ich den einen jetzt nicht ausnehme, dann weiß ich nicht, wo der lag, ne? Ah, verdammt. Oh, Mann. Jedoch. Oh, wo war der? Oh, da ist auch noch einer. Ist ja richtig, richtig was los. Aber die haben halt keine Feder, nicht? Das, die lenken mich gerade ab. Die lenken mich gerade ab. Okay, den einen Hasen nehmen wir aber jetzt noch mit. Der liegt eh auf dem Rückweg. Bleib stehen. Na also. Ja, so einen Scheiß können wir eigentlich gleich dann in die andere Kiste packen, wenn wir voll wären. Ja, wir müssen noch die andere Kiste, die waren recht voll, nicht? Mit gutem Zeug. Aber das brauchen wir alles zum Craften, so weit sind wir noch nicht. Wir müssen eigentlich unseren Charakter noch ein bisschen mehr leveln, bevor wir wirklich an Crafting und Co. denken können. Ah ja, da war wieder unsere Kiste. Und dann gehen wir mal da an die Häuser. Oh, noch ein Nest. Wahrscheinlich sind hier wieder auch Hühnchen gespawnt. Wenn ich Glück habe. Ne, keine Spuren. Wir haben sie ausgerottet. Okay. Oh, was bist du denn für ein Gebäude? Oh. Grover High, 5 Dinger. Ohne mich. Oh, die Stadt liegt in die Richtung. Das war gewagt, ich weiß. Die Farm, da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Nachher liegt er wieder im Wildschwein und tötet mich. Ein Hühnchen. Shit.
Mann, verdammt. Dann nehmen wir das Haus hier nach. Oder mehr Autos. Ich glaube, ich habe im letzten Spiel schon mehr Autos auseinandergenommen. Was ist denn? Da hinten. Oh. Ich war zu weit weg. Geht doch. Noch ein paar Federn. Danke. Und da war wirklich Eisen drin, das ist gut. Nochmal 57. Okay. Hunger? Mann, 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 der hat auch ständig Hunger. Ah, immerhin eine Zeitschrift. Ich muss da nehmen. Dass hier kein Zombie zum Beispiel drin ist. Nochmal zwei Bücher, sehr gut. Schleichbonus. Aua. Ja, dann lieber Autos, nicht? Oh ja, ich habe ganz viele LKW immer gefunden im letzten Spiel. Das sieht doch verdächtig nach Hund aus. Oh, der kleine Kacker. Oh, seht ihr das? Diese Millimeter. Ich sagte doch Hund. Ich hab's gerochen. Den Braten habe ich diesmal gerochen. Sag mal, du frisst mehr als der Hund. Zack. Puff. Na gut. Eigentlich ist Folge Ende, aber ich kann hier jetzt nicht aufhören. An der Stelle.
Deswegen muss ich noch ein paar Sachen sammeln. Zumindest die Pfeile wieder reinholen, nicht wahr? Und der hat schon wieder Hunger. Nochmal 14. Ja, okay. Eisen haben wir, glaube ich, jetzt ganz ordentlich gefunden. Das gefällt mir. Die Taktik. Da ist die Hundehütte. Ich wollte gerade sagen, wo zum Teufel kam der her? Ich habe sie nicht gesehen. Aber ich habe mir gedacht, dass sie da ist, nicht? Dann können wir da theoretisch auch beim nächsten Mal noch rein und so. Na gut. Ich stelle mich hier oben rauf. Ich glaube, das ist ein ganz guter Speicherpunkt. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder.